Schönen guten Morgen oder Nachmittag schon? Immer noch morgen. Good morning to everybody still. Yeah, that's the only thing I'm going to say in German. Das ist das Einzige, was ich heute auf Deutsch sagen werde. I was here 25 years ago. Ich war vor 25 Jahren da. I was 2 years old. Ich war damals zweijährig. I was 27. Ich war 27. 26 Jahre alt. And that was one of my first ministry experiences here in Zürich. Und das war eine von den ersten Dienstsituationen, dass ich da in der Schweiz, also in Zürich, erlebt habe. I had a very small 1-year-old son. Und damals hatte ich einen ganz kleinen 1-jährigen Sohn. He's now a soldier. Und jetzt ist er selber Soldat. And he's now near Gaza. Und er ist in der Nähe von Gaza. And since then I had a daughter and another 2 sons. Und seitdem habe ich noch eine Tochter und 2 andere Söhne. One of them is also in the headquarters of the Israeli military. Und der eine von ihnen ist im Hauptsitz vom israelitischen Militär. In a place that I don't even know. An einem Ort, das ich selber gar nicht kenne und ich weiß nichts davon. We woke up this morning. Heute Morgen sind wir aufgewacht. To a very sad reality. Und bekamen eine sehr schwierige Realität. We've found in the last 24 hours 6 bodies of our hostages. In den letzten 24 Stunden haben wir 6 Körper von Geiseln gefunden. That were executed in the last 48 hours. Die in den letzten 48 Stunden umgebracht wurden. They were alive. Sie waren lebendig. They were young. Sie waren jung. And they managed to go through more than 10.5 months in the tunnels of Hamas. Und sie hatten es mehr als 10.5 Monate dort überlebt in den Tunneln von Hamas. When Hamas heard the sound of the tanks and heard the sound of our soldiers, als Hamas die Töne von unseren Panzern und von unseren Soldaten hörten, we were about to rescue them. Hatten sie Angst, dass wir sie jetzt gerade befreien würden. So they cold-bloodedly executed them. Also haben sie kaltblütig umgebracht. But this morning my nation is mourning. Heute Morgen trauert meine Nation. And they're looking for hope. Und sie suchen nach Hoffnung. Hope is a very important component in our life. Hoffnung ist etwas sehr Wichtiges in unserem Leben. Our national anthem is called The Hope. Unser nationales Lied heißt Die Hoffnung. It's called. Haktikva heißt es. As long as deep in the heart the souls of a Jew yearns, you can actually read it in German over there. Damit and lesen auf Deutsch. To the east, to Zion, and I looks, our hope will not be lost. The hope of 2,000 years to be a free nation in our land, the land of Zion and Jerusalem. These are the words of our national anthem. So heißt unsere Nationalhymne. Our hope will not be lost. Unsere Hoffnung wird nicht verloren gehen. And these were written by a person who lived in Romania at the time. Und diese Worte wurden von einem Mann geschrieben, der in Rumänien damals lebte. They were written in the 1800s. Sie wurden im 18. Jahrhundert geschrieben. We had a hope. Wir hatten eine Hoffnung. And when we were away, und als wir weg waren and nearly exterminated, und fast zerstört wurden, we lost that hope. Haben wir diese Hoffnung verloren. This morning we're going to talk about the real hope of Israel. Und heute Morgen möchten wir über die wahre Hoffnung von Israel reden. I'm going to give you tools. Und ich werde dir Werkzeuge geben. Not only to know how to pray. Nicht nur damit du weißt, wie du beten kannst. How to approach Jewish people. Sondern dass du weißt, wie du Juden annähern kannst. With a message that they can understand. Mit einer Nachricht, die sie verstehen können. So Lord, we ask you this morning. Herr, wir beten dich heute Morgen. That your word will be spoken today. Dass dein Wort heute gesprochen wird. We're not interested in the words of flesh and blood. Es geht nicht um die Worte von Fleisch und Blut. Your word is truth. Deine Wort ist Wahrheit. Sanctify us by this truth. Heilige uns mit diesen Worten. Open the eyes of our hearts. Öffne die Augen von unseren Herzen. To behold the wonders of your word. Damit wir die Wunder von deinem Wort sehen können. In Yeshua Namen. Amen. Amen. So when the Jewish people were away from the land. Also als die Juden außerhalb des Landes waren. And when they were persecuted to the point of exterminated almost. Und als sie bis zur Tod verfolgt wurden. They lost their hope. Haben sie ihre Hoffnung verloren.
The Bible says in Ezekiel 37, verse 11, then he said to me, son of man, these bones are the whole house of Israel. They indeed say, our bones are dry, our hope is lost, and we ourselves are cut off. It's not God, it's how they felt. Es ist nicht Gott, es ist wie sie sich fühlten. They looked at circumstances. Sie haben die Situationen angeschaut. And when you only look at circumstances, you can lose hope. Und wenn du nur die Situationen anschaust, dann wirst du Hoffnung verloren. But when you hold on to the promises of God, aber wenn du an die Verheißungen von Gott hältst, they are far above circumstances. Die sind viel höher als die Umstände. And where does that word hope in Hebrew, hatikva, first appear in the Bible? Und wann erscheint dieses Wort hatikva, Hoffnung, als erstes Mal in der Bibel? You won't find it in the Hebrew, in the English translation, by also the way. Also in der englischen und deutschen Übersetzung werdet ihr es dort nicht finden. But in Joshua chapter 2. Aber Joshua Kapitel 2. And the men said to her, to Rahab, if you remember, we will be blameless of this oath of yours, which you have made us swear, unless when we come into the land, you bind this line of scarlet cord in the window through which you let us down. Those who came to explore Jericho told Rahab that. Und die, die hingekommen sind, um Jericho zu forschen, sagen das zu Rahab. That scarlet cord that you read of. Dieser roten Seil. In the Hebrew, steht in Hebräischen, it's Chut Tikvat Hashani, the cord of the hope. Es ist ein Seil der Hoffnung. Interesting, Rahab knew already. Rahab hat damals schon gewusst. I should not collaborate against Israel. Dass ich nicht gegen Israel sein sollte. I should collaborate with Israel. Sondern ich sollte mit Israel zusammenarbeiten. Because I know what their God is all about. Denn ich weiß, um was ihr Gott ist oder wie ihr Gott ist. That's why she gave them that hope in the physical sense also. Und darum hat sie auch im physischen Sinn diese Hoffnung gegeben. With that cord lowered down from the window. Mit diesem Seil, welches da vom Fenster heruntergelassen wird. A cord that later on marked her house so the children of Israel will not kill her or her household. Ein Seil, welches später gebraucht wurde, damit das Volk Israel sie und ihre Familie nicht umbrachte. And look how God honored her. Schau mal, wie Gott sie geehrt hat. In Joshua chapter 6, and Joshua spared Rahab the harlot, her father's household, and all that she had, so she dwelled in Israel to this day, because she hid the messengers whom Joshua sent to spy out Jericho. And then look, where else do we find her? Matthew 1. Und wo finden wir sie auch noch? In Matthäus 1, also ihr könnt immer wieder mitreden auf Deutsch. Salmon begot Boaz by Rahab. Boaz begot Obed by Ruth. Obed begot Jesse, Yishai, and Jesse begot David the king. Wow. You see, it doesn't matter what your profession was. Seht ihr, es kommt nicht darauf an, was du für eine Profession hattest. She didn't have the most respected one. Ihr Arbeit war nicht so respektiert. But when she realized, truth. Aber als sie die Wahrheit erkannte and she acted accordingly, und sie danach handelte, not only she was blessed, war sie nicht nur gesegnet, but through her lineage, aber durch ihre Familie, David came and the Messiah, our beloved Yeshua, came. Ist David gekommen und unser Messiah Jesus. And the hope of Israel is not just the land itself. Und die Hoffnung von Israel ist nicht nur das Land selber. So when we sing about the hope, also wenn wir von dieser Hoffnung singen, it's related to the Jews returning to the land. Dann ist es im Zusammenhang mit den Juden, die zurückkommen werden. Now 2000 years ago, an Orthodox Jew who founded the Way, the Truth and the Life. Also vor 2000 Jahren hat ein orthodoxer Jude, der die Wahrheit und das Leben und den Weg erfunden hat. He tried to explain to his fellow Jews, wollte seinen jüdischen Freunden erklären, that the Messiah is the hope of Israel. Dass der Messias die Hoffnung von Israel ist. And this man was willing to be in chains, tried and even died for the sake of this hope. Und dieser Mann war bereit, in Ketten zu sein, zu sterben für diese Hoffnung. This is Shaul from Tarsus, Paul. Und das ist Shaul von Tarsus und das ist Paulus. And 2000 years later, und 2000 Jahre später, when I try to convey this same message, I've got a problem.
wenn ich versuche, das Gleiche herüberzubringen von Gott. Because the world sold so many people a different Jesus. Gibt es ein Problem, weil die Welt so ein anderes Jesus gebraucht hat? A Jesus who has a mother, not a father. Ein Jesus, der eine Mutter hat und kein Vater. And that you pray to the mother, not to the father. Und dass du zur Mutter betest und nicht zum Vater. And that he is either a baby or is still on the cross. Und dass entweder noch ein Kleinkind ist oder schon auf dem Kreuz. So let's go back to his very name. Also gehen wir zu seinem Namen zurück. You see, in the book of Ezra, this Yeshua name was the name of the first person chosen to be high priest for the reconstruction of the temple following the Babylonian conquest. Also im Buch Ezra, als sie das Tempel wieder aufbauen wollten, war der erste Mann, der gewählt wurde als Hohepriester, war der Yeshua. The word Yeshua, the name Yeshua is in the Old Testament, in the book of Ezra. Also dieses Wort Yeshua findet sich schon im Alten Testament, it's im Namen im Ezra. It's not a new name that appears only in the New Testament. Es ist nicht ein neuer Name, das erst im Neuen Testament kommt. And the meaning Yeshua means salvation. Und dieser Name Yeshua bedeutet Errettung. That's why in Matthew 1:21, you shall bring forth a son and you shall call his name what? Wie sollte heißen in diesem Matthäus 1? Yeshua. Because he will save his people. Salvation. Also ist die Errettung, das bringen wird. Now we have a Gentile version of Jesus. Jetzt haben wir so eine heidnische Version von Jesus. That Jewish people cannot relate to. Und die Juden können das einfach nicht nachvollziehen. See, the focus of the Bible is God the Father, not Mary the mother. Weil das Fokus von der Bibel ist Gott der Vater und nicht Maria die Mutter. And Jewish people, from the moment they see that there is some idolatry involved, they immediately stay away and turn off from everything else. Und wenn die Juden irgendwie merken, dass da irgendein Idol ist oder irgendetwas, das falsch ist, dann drehen sie den Rücken zu und sie hören auf zuzuhören. So now they say, well, God has no son. Und jetzt sagen sie, okay, Gott hat keinen Sohn. But let me tell you. Aber ich möchte dir etwas sagen. Proverbs says that God has a son. In der Sprüche steht, dass Gott einen Sohn Proverbs hat. Proverbs 34, verse 4 says, who has ascended into heaven or descended? Who has gathered the wind in his fist? Who has bound the waters in a garment? Who has established all the ends of the earth? What's his name? And what's his son's name, if you know? Oh. They don't want to hear that because nobody tells them that. Das hören sie nicht, weil niemand ihnen das sagt. Now, did God give the Jewish people a New Testament? Also hat Gott die Juden ein Neues Testament gegeben? Of course. Natürlich. Then I came to faith without reading a single verse in the New Testament. Ich kam zum Glauben, ohne dass ich irgendein Vers im Neuen Testament gelesen habe. Because I heard that the New Testament is in the Old Testament. Denn ich hörte, dass dieses Neue Testament im Alten Testament schon drin ist. In Jeremiah 31 it says, behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant. Neuet, what is it? What does it say here? Bund, da. Yeah. Neuen Bund. Here, Neuen Bund. Well, Bund, okay? Yeah. How do you say New Testament? Neues Testament. Hello? Neue Testament. Not Bund. Nicht. Neue Testament. Well, Bund and Testament, if it's the same, it's fine with me. Also wenn Bund und Testament das gleiche ist, dann but ist okay. But who is he going to make this New Testament with? Und mit wem macht er diesen neuen Bund und dieses neue Testament? With the house of Israel and with the house of Judah. Mit dem Haus Israel und Judäa. And then he says, look at the difference between the new and the old. Und so sagt er, schau diesen Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen. Not according to the old that I made with their fathers and the day that I took them by hand to lead them out of the land of Egypt, my covenant which they broke, though I was a husband to them, says the Lord. But this is the covenant bund that I will make with the house of Israel. After those days, says the Lord, I will put, it's going to be a spiritual birth. Es wird ein geistliches Geburt sein. It's not going to be, I will put my word on their books. Es geht nicht darum, dass ich meine Worte in ihren Büchern stecken werde. I will put my law in their minds. Sondern meine Gesetze werden in ihren Gesinnungen kommen. And I will write it not on a book, but on their hearts. Und ich schreibe es nicht in einem Buch, sondern auf ihren Herzen. I will be their God and they shall be my people. Ich werde ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. And we are living in a crazy world. Und wir leben in ganz einer verrückten Welt. Now they are saying that Jesus was a Palestinian. Jetzt sagen sie, dass Jesus ein Palästinenser war. I'm not kidding you.
Es ist kein Witz. They say Jesus was a Muslim. Sie sagen, Jesus war ein Muslim. Lord. Herr, bitte. Jeremiah 23, behold, the days are coming, says the Lord, that I will raise to David a branch of righteousness. A king shall reign and prosper and execute judgment and righteousness in the earth. In his days, Judah will be saved and Israel will dwell safely. Now this is his name by which he will be called the Lord, our righteousness. And that was fulfilled in Matthew 1, verse 16. Und das wird in Matthäus erfüllt. He was born of the Jewish people, of the tribe of Judah. He is our righteousness. Amen? Er wurde im Stamm Judah geboren. But wait a minute, where was he born? Und wo wurde er geboren? Was he born in Palestine? War es in Palästina? There was no Palestine at that time. Damals gab es noch kein Palästina. The name Palestine was given in the second century. Der Name Palästina kam erst im zweiten Jahrhundert. Micah chapter 5, behold, but you Bethlehem Ephrata, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose going forth are from old and from everlasting. Wow. And he is not just born in Bethlehem, Judah. Und er wurde nicht nur in Bethlehem, Judah. But he is the glory of Israel. Aber er ist die Ehre von Jerusalem. When baby Jesus was brought to the temple, and we know that Simon the old picked him up. Und wo Jesus als Baby ins Tempel gebracht wurde, kam Simon zu ihm und hat ihn gehalten. What did he say? Was sagte er? Lord, now you are letting your servant depart in peace according to your word. For my eyes have seen your salvation, Yeshua, which you have prepared before the face of all peoples. He is a light to bring revelation to the Gentiles, and he's also the glory of your people Israel. Zum Preis deines Volkes Israel. Amen. And und noch dazu. They fled to Egypt. Sie flohen dann nach Ägypten. And then the angel told the parents to come back and bring the baby to where? Und der Engel sagte ihnen, sie sollen das Kind wohin zurückbringen? Hosea 11 says, when Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son. And it was fulfilled in Matthew 2, verses 14, 15, when they said, bring the baby to the land of Israel. Das wurde erfüllt, dass sie sagen, bring das Kind nach Israel zurück. And he came to the Jewish people. Und kam zu den Juden. In Matthew 15, he says, but he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel, he said. And he loved and cared and reached out to the Jewish people. Und liebte und sorgte und ging hinaus, damit zu den Juden gehen konnte. In John 1, it says, he came to his own, and his own did not receive him. It's very tragic. Das ist sehr tragisch. But I don't see the next verse saying, so he decided to forget all about them. Aber im nächsten Vers steht natürlich nicht, also hat er sich entschieden, alles einfach liegen zu lassen. And the Jewish authors wrote of his suffering. Und die jüdischen Autoren schrieben über sein Elend. The Bible chapter that led me to the Lord and led me to faith in Yeshua is Isaiah 53. Das Kapitel in der Bibel, das mich zu Jesus geführt hat, zum Glauben, ist Jesaja. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteem him stricken, smitten by God and afflicted. But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord had laid on him the iniquity of us all. This is Isaiah. Mm-hmm. So steht's in Jesaja. And he fulfilled the law. Und erfüllte das Gesetz. Because no one can fulfill the law. Denn niemand kann das Gesetz erfüllen. The law is perfect. Dieses Gesetz ist perfekt. We're not. Und das sind wir nicht. Even if we can. Auch wenn wir können. Even if we want, excuse me. Auch wenn wir wollten. You can try hard. Du kannst alles probieren. You will never be able to fulfill the 613 commandments of the law. Never. Du wirst es nie schaffen, die 613 Gesetze von Gott erfüllen. We're sinners. Wir sind Sünder. We were not even designed. God knows that we're sinners. Wir wurden gar nicht dazu gemacht, zum Nichtsünder sein. Gott weiß, dass wir Sünder sind. The law is a reflection of the perfection.
perfectness of God. Dieses Gesetz ist ein Ebenbild von diesem Perfektsein des von Gott. Only the Son of God could fulfill the law of God. Und nur der Sohn Gottes konnte diese Gesetze erfüllen. Matthew 5 says, "Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. For surely I say to you, till heaven and earth pass away, not jot or tittle will be no man's pass from the law until all is fulfilled." And Jesus was taken up, raptured, where from? Und Jesus wurde herausgenommen, entrückt in, wo? Zürich? In Zürich? New York? Where from? Wo wurde entrückt? Salt Lake City? No. He was taken from the Mount of wurde genommen Olives, Ölberg, yeah? Vom Ölberg, in genau. What city? In welcher Jerusalem. Stadt? In Jerusalem. Now when he had spoken these things, while they watched, he was taken up. And a cloud, the Bible says, a cloud received him out of their sights. The cloud received him. It's the same description of our rapture. The Bible says that we will be received. Diese entnommen werden in Wolke ist genau das gleiche, was passieren wird, wenn wir dann entrückt werden. Wir werden entnommen werden. Jesus appeared to Paul, if you remember. Und dann ist Jesus zu Paulus erschienen. And he taught him privately, und er hat mit one. Ihm gesprochen, eins zu eins. And he taught him the concept of to the Jew first. Und er hat ihm dieses Konzept gelehrt, zuerst zu den Juden. He told him, wherever you go, und er hat ihm gesagt, wo immer du gehst, don't forget about your people. Vergesst dein Volk nicht. The opposite, go first to them. Und es ist genau das Gegenteil. Geh zuerst zu ihnen. Enter the synagogue. Geh in die Synagoge. Share with them the hope of Israel. Und teile die Hoffnung von Israel mit ihnen. That's why in the Magna Carta of the Faith, the Book of Romans. Und darum im Magna Carta vom Glaube in Römer. In the very first chapter. Gerade im ersten Kapitel. Says, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes. For the Jew first and also for the Greek. Which, Griechen. There you go. Which Greek means Gentile, basically. Also die Griechen eigentlich heißen eigentlich Heiden. Ladies and gentlemen. Damen und Herren. Not only the good things came to the Jew first. Nicht nur die guten Sachen sind zuerst zu den Juden gekommen. In chapter 2 it says, but bad things come to those who don't follow God, to the Jew first and to the Greek also. Wenn man zum nächsten Kapitel steht, dann seht ihr, schlechte Sachen passieren denen, die nicht Gott folgen, zu den Juden zuerst und dann die anderen. He gave Israel a set of festivals to celebrate. Er gab den Juden verschiedene Feste, die sie feiern konnten. Seven festivals, he said. Sieben Feste. All of them are talking about either the first coming of Jesus or the second coming of Jesus. Und alle sprechen entweder vom ersten Kommen von Jesus oder vom zweiten. That's why in Colossians 2 it says, let no one judge you in food or in drink or regarding a festival or a new moon or Sabbath. These are just a shadow of things to come, but the substance is of Christ. Now, I'll show you this all the festivals and look. You're going to have this presentation here at the church. You can always get it later. We cannot go each verse. But let me tell you this. Also wir werden jetzt nicht durch alle Verse durchgehen, aber das könnt ihr gerne fotografieren. The first four were fulfilled 2,000 years ago in their, you know, in their sequence. Also die ersten vier wurden vor 2,000 Jahren in eins nach dem anderen erfüllt. Within 50 days. Und das innerhalb von 50 Tagen. The last three will be fulfilled when Jesus will come back. Und die letzten drei werden erfüllt, wenn Jesus zurückkommt. The Jews will ask him to come with their trumpets. Die Juden werden ihn bitten, dass er mit seinen Posaunen kommt. Then they are going to be to go through their Yom Kippur. They will basically mourn and cry when they repent. Und dann werden sie versöhnen, indem dass sie trauern und weinen. And then he will dwell with them in the land of Israel, reigning from Jerusalem for 1,000 years. Und dann wird er 1,000 Jahre mit ihnen in Jerusalem sein und regieren. Every festival has a shadow and a substance. Jeder von diesen Festtagen hat einen Schatten und eine Substanz. And I could go on and on and on to tell you about each and every one of them.
Und ich könnte euch von jedem einzelnen von denen erzählen. But it's a bit hard when you have only 11 minutes left. Aber es ist ein bisschen schwierig, wenn man nur noch 11 Minuten hat. So I will tell you. Also ich möchte dir sagen, that Jesus not only fulfilled then four and will fulfill the last three for Israel. Dass Jesus nicht nur die ersten vier erfüllt hat und die nächsten drei für Israel noch erfüllen wird. But he's also described as the lion of the tribe of Judah. Aber er ist als Löwe von Stamm Juda wird er beschrieben. Revelation 5:5, but one of the elders said to me, do not weep. Behold, the lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the scroll and to loose its seven seals. Wow. Do we have it? No, it wasn't. Offenbarung, genau. Sehr gut. Also, ich lese mal kurz, yep. kurz. I'll just read it because they didn't have time to. Und einer von euch, von den Ältesten, spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzeln Davids. Jesus is not only in heaven right now, Jesus the lion of the tribe of Judah. Jesus ist nicht nur im Himmel jetzt, der Löwe von Stamm Juda. But he will also return back to Jerusalem. Aber er wird wiederkommen nach Jerusalem. Tradition, religion, government, military, wisdom and power are not going to save Israel. Die Tradition, die Religion, die Regierung, Militär und Weisheit und Macht wird Israel nicht retten. It's not going to save us. Das wird uns nicht retten. The tribulation, according to Jeremiah and Daniel, will be disastrous. Diese Trübsal nach Daniel und wird ganz schlimm sein. The Bible says, however, in their distress, once they call upon the Lord and welcome him back, he will return, he will rescue them, and he will be their king. Aber steht, in Mitte von ihrem Mühseligkeit wird Gott zurückkommen, wenn sie nach ihn rufen. And in that day, in Zechariah 14, in that day, his feet will stand on Mount of Olives, which faces Jerusalem on the east. And the Mount of Olives shall be split in two from the east to west, making a large valley. Half of the mountain shall move towards the north and half towards the south. Jesus will come back to save Israel. Jesus wird zurückkommen, um Israel zu retten. That's why he promised them, Jerusalem, Matthew 23, Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together as a hen gather her chicks under her wings, but you were not willing. See, your house is left to you desolate, for I say to you, you shall see me no more until you say, Baruch haba b'shem Adonai, which is here, is gelassen. What was that? The last row. Okay, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Okay. So for them to say that, they need to be back in the land and they need to be in Jerusalem. Also damit sie das sagen können, müssen sie zurück im Land sein, sie müssen in Jerusalem sein. And Jesus will reign from Jerusalem. Und Jesus wird aus Jerusalem regieren. At that time, Jerusalem shall be called in Jeremiah 3, the throne of the Lord, and all the nations shall be gathered to it, to the name of the Lord, to Jerusalem. No more shall they follow the dictates of their evil hearts. From Jerusalem, aus Jerusalem, the kingdom of God wird das Königreich will Gott cause all nations dazu führen, dass alle Nationen to come and celebrate. Zurückkommen und feiern werden. That's why I say, come to Israel now and see where you're going to reign from. Darum sage ich, komm doch nach Jerusalem jetzt, weil ihr werdet sehen, wo ihr dann regieren werdet. I don't know if you know, but you have two titles. Ich weiß nicht, ob du weißt, aber du hast zwei Titel. Now, jetzt, you're ambassadors. Seid ihr Botschafter. The Bible says we're all ambassadors for Christ. In der Bibel steht, dass wir alle Botschafter Gottes sind. In the future, you will be governors. In Zukunft werdet ihr Regierungsräte sein. You can already print a card. Und ihr könnt schon die Visitenkarte with your name, mit euren Namen drauf. Ambassador for now. Im Moment Botschafter. And then during the millennial kingdom, flip. Und dann während diesen 100 Jahre Regierung könnt ihr es umdrehen. I'm a governor right now. Jetzt bin ich Regierungsrat. Deal with it. Lebt damit. Jesus also Jesus hat auch introduced the reality that one must be born again. Diese Realität uns gebracht, dass wir wiedergeboren sein müssen. To the Jews. Und das hat er auch zu den Juden in John gebracht. 3, he came to Nicodemus. Er kam zu Nicodemus in Johannes 3. Of the Jews.
And this man came to Jesus by night, saying, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these things. And remember what Jesus said. How can a man, he says, how can a man be born when he's old and enter his mother womb? And Jesus said, oh, most assuredly I say to you, unless one is born of the water and the spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. He told him that you must be born again. You must be born from above. That's Jesus talking to the Jews. Und das ist Jesus, er redet da zu den Juden. And prophetically we know that Israel has two options. Und prophetisch wissen wir, dass Israel zwei Optionen hat. One. Das eine. Now. Jetzt. To believe. Dass wir glauben. 2 Corinthians. 2. Korinther. Chapter 3. Therefore, since we have such hope, we use great boldness of speech, unlike Moses, who put a veil over his face so that the children of Israel could not look steadily at the end of what was passing away. But their mind were blinded. But until this day, the same veil remains unlifted in the reading of the Old Testament, because the veil is taken away only how? In Christ. But even to this day, when Moses is read, a veil lies on their heart. Nevertheless, when one turns to the Lord, the veil is taken away. Amazing. Ist doch krass. Today, heute, any Jew, jeder Jude, if he turns to the Lord, sobald er zu Gott schaut, the veil is taken away. Wird dieser Schleier wegkommen. So that's one option. Ist eine Möglichkeit. But the other option, which is more tragic and unfortunately most will choose, aber die zweite Option ist tragischer und die meisten werden das leider wählen, is after the tribulation. Ist nach der Bedrängnis. Romans 11 says, for I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own opinion. Blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in. And so, look at the promise. It says, so wird ganz Israel gerettet werden. Ganz Israel gerettet werden. And then, as it is written, of course, in the Old Testament. Wow. Mm-hmm. Are you excited? I'm excited. I'm excited too. Cool. I don't know about you. You seem like you were falling asleep or something. Seid ihr begeistert? But I will tell you, Jesus is the hope of Israel. Ich möchte dir sagen, Jesus ist die Hoffnung Israels. So we're going back to 2,000 years ago to that Orthodox Jew. Also wir gehen jetzt wieder zum orthodoxen Jude vor 2,000 Jahren. Who understood? Der verstanden hat. That Jesus is the life, the way, and the truth. Dass Jesus der Weg, Wahrheit und and in the last chapter of the book of Acts. Und im letzten Kapitel von Apostelgeschichte. It came to pass after 3 days that Paul called the leaders of the Jews together. And so when they had come together, he said to them, men and brethren, though I have done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans, who when they had examined me, wanted to let me go because there was no cause for putting me to death. But when the Jews, and here, whenever he uses the word the Jews, he's talking to Jews. Also wenn er immer er Juden braucht, redet er zu den Juden. So you don't talk to the Jews and tell them about the Jews. Also du redest nicht zu den Juden und sagst über die Juden. Every time Paul talked to the Jews and he used the word Jews, he meant the religious leadership. Also jedes Mal, wenn er Juden meinte, meinte er die religiösen Juden. So when the religious leadership, also wenn diese religiöse Leiterschaft, spoke against it, and I was compelled to appeal to Caesar. And look what Paul is now saying. Now, not that I had anything of which to accuse my nation, he said. For this reason, therefore, I have called for you. Paul, in the last hours of his life, called the Jews and told them, I wanted to see you. In den letzten Tagen von Paulus Leben ging er zu den Juden und sagte, hey, ich wollte euch sehen. Dass ich euch sehen und zu euch sprechen könnte, denn um der Hoffnung Israels willen trage ich diese Ketten. You understand? Versteht ihr das? Oh, you do, obviously. No. Ladies and gentlemen, he said to the Jews, zu den Juden, I cannot blame you. You're blind. I was like that too. Ich kann nichts gegen euch sagen. Ihr seid blind. Das war ich damals auch. But I want you to know. Aber ich möchte, dass du weißt. The real hope.
dass die wahre Hoffnung, which for I am willing to be in chains, diese Hoffnung und wofür ich bereit bin, in Ketten zu sein, ist der Messiah. Ist der Messiah. And he's not just the hope of the Jews. Und ist nicht nur die Hoffnung he's not just the hope of Israel. Nicht nur die Hoffnung von Israel. He's the hope of the entire world. Ist die Hoffnung der behold, ganzen Welt. In 1 John 3, what manner of love the Father has bestowed on us that we should be called children of God. Therefore, the world does not know us because it did not know him. Beloved, now we are children of God. And it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when he is revealed, we shall be like him. For we shall see him as he is. And everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure. And my question to you this morning. Und meine Frage an dich heute Morgen. Is Jesus your hope? Ist Jesus deine Hoffnung? Do you understand? Verstehst du? That he is the hope of Israel. Dass die Hoffnung Israels ist. And that you are called. Und dass du aus der Welt bist. To lead them to what we call jealousy. Dass wir to provoke them to jealousy. Dass wir sie provozieren, damit sie eifersüchtig sind. They need to see you. Sie müssen dich sehen. And need to say, I want this. Und sie müssen sagen, das möchte ich. I want that hope. Ich möchte diese Hoffnung. I want that love. Ich möchte diese Liebe. I want this faith. Ich möchte diese Glaube. I want ich möchte to be a child of God. Ein Kind Gottes sein. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. That there is nothing in this world. Dass es nichts auf dieser Erde gibt. That can replace the only hope. Dass diese einzige Hoffnung Platz nehmen kann. And the only hope. Und die einzige Hoffnung. Is worth suffering for. Es ist eine Hoffnung, die es sich lohnt zu leiden. Worth waiting for. Eine Hoffnung, für die es sich lohnt zu warten. Worth proclaiming every day. In der es sich lohnt, jeden Tag zu proklamieren. Father, I ask and pray that you will give birth to a burden in the hearts of everyone that is here. Vater, ich bete, dass du ein Last auf die Welt bringst für jede Person da drin. To not just love Israel, dass wir nicht nur Israel lieben, but to know that their only hope is their Messiah. Aber dass sie wissen, dass ihre eigene Hoffnung der Messias ist. To give them that hope. Dass wir ihnen diese Hoffnung geben können. Which is the hope of the whole world. Und das ist die Hoffnung der ganzen Welt. This is Hatikva that they need. Das ist genau die Hatikva, die sie brauchen. That's the hope of mankind. Das ist die Hoffnung der Menschheit. That's the hope that Paul was in chains for. Das ist genau die Hoffnung, wofür Paulus in den Ketten war. That's the hope that our world will ridicule us for. Das ist die Hoffnung, wo die Welt eifersüchtig sein wird zu uns. The world wants to confuse the church. Die Welt möchte die Kirche verwirren. To tell them that God is done with Israel. Und ihnen sagen, dass sie mit Israel vorbei ist. But the Word of God says that he is not done with them. Aber im Wort Gottes steht, dass er noch nicht fertig ist. He has great plans for them. Er hat große Pläne für Israel. It's either that they turn to the Lord now und es entweder, dass sie jetzt zu ihm zurückkehren and be spared from the tribulation und dass sie durch das die Bedrängnis nicht erleben müssen or go through the most horrible times since they became a nation oder die schwierigsten Zeiten durchgehen, seit sie eine Nation wurden and eventually be on their knees and ask him und schlussendlich auf ihre Knien sein werden und ihn bitten werden. From Jerusalem, aus Jerusalem. On the Feast of Trumpets, an diesem Fest von den Posaunen. Baruch haba b'shem Adonai. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Gesegnet ist der, der im Namen des Herrn kommt. And he will come. Und er wird kommen. Because he said, denn er sagte, when they say that, sobald sie das sagen, I will be there. Werde ich dort sein. Father, I pray Vater, ich bitte dich, that you will equip this church dass du diese Kirche, and anyone that is watching online, und jede Person, die online schaut, with a clear voice, mit einer klaren Stimme, a voice of hope, eine Stimme der Hoffnung,
for the salvation of Israel. Für die Errettung Israels. For the plans of God for Israel. Für die Pläne Gottes für Israel. For the heart of God for Israel. Für das Herz Gottes für Israel. For the amazing für die geniale faithfulness of God to Israel. Loyalität von Gott für Israel. May we never ever be a stumbling block for them. Mögen wir nie ein Stolper sein für sie. But actually a way to show them the way, the truth, and the life. Aber den Weg, dass sie sehen können, dass du der Weg, die Wahrheit und das I thank you for this church. Ich danke dir für diese Kirche. May this sound of truth will ring in this city. Möge diese Wahrheit da in dieser Stadt ringen. In this country. In diesem Land. In this continent. Auf diesem Kontinent. We thank you. Wir danken dir. We look above and beyond circumstances. Wir schauen weg von den Umständen. And until then, und bis dann, we pray for the nation of Israel. Beten für diese Nation Israel. And in this time of great sorrow and grief, und in dieser Zeit von viel Leiden und viel you will provide Wehmut, wirst du hope, Hoffnung bringen, and you will show them your love. Und du wirst ihnen deine Liebe zeigen. They can see your love. Sie können deine Liebe sehen. If all of us love them. Wenn wir alle sie lieben. They can see your truth. Sie können deine Wahrheit sehen. If all of us proclaim it. Wenn wir alle sie proklamieren. We thank you. Wir danken dir. And we bless you. Und wir segnen in the name of the Holy One of Israel. Im Namen vom Heiligen von Israel. In his name we pray. And all of God's people say. In seinem Namen beten wir und alle Gottes Menschen sagen. Amen. Amen. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass die Predigt dir geholfen hat und du viele Dinge auf deinen Alltag umsetzen kannst. Wir würden wirklich gerne mehr von dir erfahren. Vielleicht hast du Fragen, was beschäftigt dich? Dann besuch uns doch auf unserer Homepage isf.ch/connect. Dort erfährst du auch, was uns als Community eigentlich ausmacht. Alles, was du hier siehst, hat zu tun. Viele Volunteers, sie haben ihre Talente investiert, ihre Zeit investiert, auch ganz konkret Finanzen, weil ohne Finanzen ist das alles gar nicht möglich. Ja, und das hier ist unsere Einladung an dich, Teil von diesem Großen zu werden, was Gott tut, auch mit deinen Finanzen, weil es ist so viel Technik, es sind so viele Investments, die wir machen, dass das alles möglich ist. Und mit deinen Finanzen kannst du dann Unterschied machen. Und noch eine kleine Sache, abonniere den Kanal, mach den Daumen hoch, schreib was in den Kommentar rein, weil es wird uns helfen, dass Leute plötzlich von dieser Sendung hören, weil wir wollen ja die beste Botschaft rausbringen an Menschen, die noch nie von diesem Gott gehört haben. Also, bis zum nächsten Mal.